Hier geht jetzt die Party weiter, Leute. Mach ich das jetzt? Ja, ich mach's einfach. Scheiß drauf. Ja, geil. Hallöchen, Herr Schwarzräder. Ich weiß, Sie haben noch die Anzeige drin. Jetzt hier mal ganz schnell runter. Fuck. Scheiße, oh mein Gott. Wo bin ich? Hallo Leute und damit zurück zu Dark Souls. Schön, dass ihr wieder reinlunst. Ich muss mich kurz nochmal entschuldigen. Ich habe gerade bei meiner ersten Aufnahme nach diesem ganzen Technikspektakel, was ich am Montag schon in der Folge erzählt habe, habe ich gerade mich gewundert, warum die Aufnahme nur 2 GB hatte. Weil das eigentlich nicht sein kann mit den Einstellungen, wie ich sie mache. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mit dem Encoder was verrutscht ist. Und deswegen kann es sein, dass die Folge gestern ein bisschen schwammiger ist als die Tage zuvor. Ich habe es Gott sei Dank selber gerade noch rausgefunden. Also Leute, der Technik-Hype geht weiter. Wir sind hier noch in den Katakomben, um mal wieder zurück ins Spiel zu kommen. Und wenn ich mich recht erinnere, sind hier noch Bogenschützen. Und die sind deswegen nervig. Achso, er ist jetzt runtergeflogen. Und er trifft mich aber trotzdem noch, weil er ein richtig geiler ist. Hau, Alter. So, die Frage ist jetzt nur, kam ich denn jetzt hier raus, Leute? So, ich bin, glaube ich, wieder die falsche Leiter hoch, ne? Kann ich den von hier erwischen? Ciao. Ciao. So. Okay. Da war da unten eine Leiter, genau. Nehmen wir die mal hoch. Ich meine, irgendwie müssen wir ja hier wieder zurückkommen. Außer ich muss jetzt wirklich meinen Homeward Bone benutzen. Oh. Ah, alles klar, cool. Sehr schön. Okay, so. Wo waren wir denn hier? Und, naja. Hier geht jetzt die Party weiter, Leute. Scheiße. Kommen sie schon, die Jungs? Ich guck erstmal, ich mach erstmal den allgemeinen Test, ob ich die töten kann. Nee, natürlich nie. Scheiße. Okay, scheiße. Also wirklich scheiße, weil wir müssen jetzt erstmal wieder gucken. Ich renne einmal hier lang. Um den Kollegen Magier zu finden, der hoffentlich hier irgendwo ist. Shit. Wo bin ich? Shit. Ich glaube, hier in die nächste Haie. Ach, Haie. Rück das mal weg, bitte. Oh mein Gott, da unten ist auch noch ein Riesengrab. Uah, scheiße. Natürlich kommen die, ne? Da ist so eine Maus, ey. Scheiße, Leute. Oh, oh. Oh, oh. Geht wirklich wieder weiter. Scheiße, ich muss den Magier finden. Da stürze ich ein. Ich sehe es doch. Könnte mir dann nie erzählen. Uah, fuck. Mach ich das jetzt? Ja, ich mach's einfach. Scheiße. Ja, geil. Hallöchen, Herr Schwarzräder. Das ist, um ehrlich zu sein, alles nicht ganz so witzig. Boah, fuck.
Häuserbrocken, geil. Scheiße, Leute. Nein! Fuck. Ich weiß, sie haben noch die Anzeige drin. Scheiße, ich kann... Nein, das war dumm. Er steht jetzt gleich wieder auf. Ich mach die Anzeige gleich weg, Leute. Ich mach sie irgendwann weg. Oh Gott, wo bin ich hier? Ich habe keine Ahnung. Uah, nee, Leute. Jetzt hier mal ganz schnell runter. Fuck. Scheiße, oh mein Gott. Wo bin ich? Shit. Scheiße, scheiße. Renn. Oh Gott, ich komme hier nie rein. Oh Gott, ich komme hier nie rein. Ich bin tot. Ich bin halt echt so dumm. Was war das für eine Aktion, ey? Scheiße. Oh. Oh nee, ey. Ich bin ein bisschen stolz, dass ich in dieser Skelettnummer noch den schwarzen Ritter bravourös pariert habe. Und dann ging die Scheiße los, Leute. Okay, alles nochmal auf Anfang. Wir müssen nochmal dahin. Oh Gott, und ich frage mich die ganze Zeit, ob ich hier auch irgendwo abkürzen kann. Naja, das sieht nämlich hier, ehrlich gesagt, dann raus, als könnte ich das. Nicht sogar. Die Stelle. Naja, guckt mal hier. Bin ich eigentlich genau wieder da, wo ich hin wollte? Der Wind. Oh Gott. Die Frage ist jetzt halt. Aber ich kann das nie machen, Leute. Oh, Leute, ich brauche erstmal einen Schluck Kaffee. Ich frage mich halt gerade, ob ich diesen einen Sprung mal probieren sollte. Hier muss irgendwo der Magier sein. Shit. Den muss ich jetzt erstmal finden, Leute. Oh Gott. Lasst mich. Lasst mich bitte. So, ich bin hier reingerannt. Und dann gibt es hier natürlich wieder 1000 Wege. Und irgendwo hier muss der sein, Leute. Ist halt nur Niveau. Oh Gott. Nee. Scheiße. Oh fuck. Scheiße. Wo ist der Magier, Leute? Wo ist der? Wo muss der hier... Kommt der auch noch hoch? Ich drehe sie durch. Renn nochmal eine Runde. Oh, fuck. Scheiße, ey. Kommt der nochmal? Will der mich eigentlich komplett verarschen? Was ist mit dem? Muss doch hier runter, oder? Wo ist der Magier, Leute? Und jetzt hier nie reinstürzen, sondern einfach mal weitergehen. Heißt, hier geht's nie weiter. Och Mann. Ist doch nie wahr. Doch, hier geht's rein. Alter. Okay, kannst du hier mal relativ schnell, wenn es geht, runtergehen? Ja, wenn du nämlich Glück hast, ist der Dude hier. Oh, Alter, da ist er. Ich muss jetzt mal relativ schnell agieren, Leute. So, ihr Schweine. Hab ich euch am Knochen erwischt. Wisst nicht, was das für ein Satz war. Schädellaterne. Alter Schwede, ich hab den endlich. Okay, dann muss ich jetzt aber nochmal zurück.
Eigentlich, oder? Damit ich mir die Seelen hole. Ich frage mich nur, wartet mal kurz. Vielleicht ist hier... Entschuldigung? Kommen Sie bitte her. Ich frage mich, ob es hier irgendwo noch mal ein Feuer gibt. Vielleicht. Ja. Scheiße. Wirklich ziemlich scheiße. Shit. Oh Gott, ey. Und die wären ja jetzt auch noch da gewesen, ne? Wenn ich nie... So, ja. Moin. Freunde. Was geht? Würden Sie mal bitte explodieren? Muss doch irgendwo noch ein Feuer sein, Leute. Aber ich bin auch... Ich bin hier aber auch relativ panisch rumgerannt, ne? Ja, explodierst du mal? Danke dir. Ich muss jetzt erstmal. Guck mal, ob du nur mal einen von denen erwischst. Dass auch nur einer kommt am besten. Ja, geil. Ich weiß nicht wie, aber. War wirklich eine Meisterleistung. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Okay, er kommt nämlich auch jetzt, ne? Oh, nee. Scheiße. Schnell hinterher. Damit er schon mal down ist. Warte, ey, das ist... Ist da noch einer? Oder ist es jetzt der? Der wieder dahinter ist. Gott, ich traue hier gar niemanden und ich sehe halt auch ganz schlecht, Leute, ne? Au. Oh, fuck. Guck nochmal bitte nach oben. So, hier müssen da jetzt eigentlich auch meine Seelen sein, ne? Da sind sie doch. Aber guck bitte erstmal, ob du... Ich kann das gar nicht glauben, dass ich es wirklich nochmal geschafft habe. Ihr hört das, ne? Hier ist ein Schmied irgendwo. Komm da noch nie rein. Diese blöde Tür. Okay, das sind auch überall Items. Muss es doch irgendwo ein Feuer geben, Leute. Oh ne, ist ein Nebeltor. Shit. Kann ich einmal nie bringen. Gut, ich könnte jetzt... Ja, das mache ich jetzt, Leute. So. Genau. Scheiß drauf, Leute. Kann nie mehr. Ich kann jetzt nie wirklich... Ich kann jetzt nicht nochmal mit diesen ganzen Seelen rumrennen. Ich krieg wirklich einen Harry hier. So, erstmal Aushöhlung umkehren, damit wir wieder menschlich sind, damit in dem ganzen Spektakel noch ein Finstergeist erscheinen kann. Finde ich richtig super. Dann sage ich jetzt endlich aufsteigen. Alter Schwede. Herrgott nochmal. Kondition oder... Ja. Mach nochmal Beweglichkeit, scheiß drauf. Dann würde ich sagen... Ja, am liebsten würde ich wirklich teleportieren. Zack. 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 Klamotten nochmal angelunzt. Oh.
jetzt sogar ordentlich Schaden gekriegt. Wird mir dieses Feuer hier zum Teleportieren eigentlich angezeigt? Nee. Nie mit dokumentiert. Wie schade. Okay, ich wollte noch was machen. Und zwar, ich habe jetzt gerade so viele Items eingesammelt, Leute. Und ich bin einfach nie dazu gekommen, die mir mal kurz anzugucken. Was ich wirklich auch nie vergessen will, das zu tun. Damit ich wenigstens so ein bisschen einen Überblick hier behalte. Okay, den Bums. Bam, bam, bam. Ganz viel Menschlichkeit. Riecht mir. Geil. Wir haben eine Fürstenseele, die wir noch wegbringen können. Wir haben ganz viele Luden. Das ist auch okay. Dann hier war irgendwas, wo ich mir dachte, ah, das sieht interessant aus. Und zwar Krummsäbel, das sind ja alles so Sachen, ne? Hatte ich den Krummsäbel nicht ganz am Anfang, als ich gestartet bin? Hier, das wollte ich mir angucken. Oh ja. Das hat sogar B auf Geschicklichkeit. Stärkemäßig kann ich es aber überhaupt nicht tragen. Scheiße. Natürlich doof. Sieht aber richtig geil aus, ne? Okay, ja. Und irgendein Sensring habe ich noch bekommen. Geh mal in die andere Anzeige. So, war es der hier? Finstermond Sensring, ich glaube, ne? Zauberslots. Okay, ja. Juckt mich also überhaupt nicht. Moment. So, Leute, wir müssen jetzt natürlich nochmal zurück. Was ich mir jetzt aber zutrauen würde, wäre... mal zu gucken, ob ich jetzt mal diesen einen Weg da runterspringe. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Frage ist nur, wo war der? So, hier ist noch einer. Lob sei die Anvisierung. Ich glaube, ich gehe jetzt gerade wieder den Umbogen, ne? Kann das sein? Aber so richtig sicher bin ich mir ehrlich gesagt nie. Oh. So, schnell den Bogenschützen da hinten. Jo, geil. So. Oh. Und zwar war das... glaube ich hier lang? Nein. Bin auch ziemlich mutig, muss ich sagen, dass die sich hier auch trauen, auf dieser Brücke so rumzurollen. Oh, da bin ich reingeflogen. Hier war das, genau. So, Achtung, Feinkontakt. Bams. Es ist so angenehm zu wissen, wie jetzt hier alle erledigen kann, ne? Ganz ehrlich, gibt nichts Schöneres, als sich darüber im Klaren zu sein. Er ist gerade in eine Runde geflogen, geil. So. Ja. Okay, kommt ja noch einer rausgesprungen? Ich weiß es nicht. So. So, guckt mal. Da unten leuchtet es ja auch.
Da kann ich aber nicht drauf springen, da bin ich mir absolut sicher. Denn da rutsche ich runter. Ich meine, ich komme hier relativ entspannt hin. Deswegen sage ich, oh, Alter, nein, ich wollte eigentlich rollen. Oh Mann, die hat nie gerollt. Ich glaub's mir, die hat nicht gerollt. Herr Gott noch immer. Komm, lass sie doch. Da ausgekäst haben. Ach so, ja. Na gut. Ja, ich verstehe. Und jetzt wieder auch noch. War das hier? Ich glaube, so der Bogenschütze bleibt doch eh da, wo er ist. Ne? Der kommt doch eh näher. Der andere will irgendwie auch nichts von mir. Okay, cool. Dann, hallo Freunde, was geht? Oh. Ist natürlich schon ein Weg hierher, ne? Und ich habe bestimmt irgendwo ein Feuer übersehen, Leute. Hör ab. So. Da muss es runtergehen. Ich bin mir da so sicher. Wie noch nie in meinem Leben. So, aber bitte erstmal hier das noch. Genau. Okay. Vielleicht hier ist ja so ganz bravourös irgendwie. Alter, sie rollt einfach nie. Warum rollt sie nie? Bringt einfach nur runter. Und ich will aber doch, dass sie darüber rollt. Ich habe doch die Steine auch gesehen, Leute. Gott, einfach traurig. So, hier rollen. Ich kann es ja, Leute. Ja, nicht so, als ob ich es nie könnte. So, kommt irgendeiner von euch? Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Doch wirklich traurig. So, trink lieber was. Ich weiß halt nicht, ob ich da unten da abkürzen konnte. Da bin ich mir jetzt gerade. Oh moin. Da bin ich mir gerade auch überhaupt nicht sicher. So, ich guck einfach mal, wer hier. Oh moin. Oh, Scheiße. Halt alles echt nicht cool, was ich hier mache, ne? Gebe ich auch wirklich gerne zu. Oh, ich trinke mal was. Ach, der nächste. Alter, die kommen halt echt alle, ne? Ist einfach nicht klug, da durchzurennen. Ich hab's auch verstanden. Aber es ist einfach die Ungeduld, die schon wieder aus mir spricht.
Plünder ihn. Rumsäbel. Okay, ich habe das Gefühl, ich plünder die nicht mehr. Weil ich so viel von dem Bums hier kriege. Wow. Wo die zwei? Der Witz ist, ich werde hier irgendwann auch einfach nur noch mal so runterfliegen. So. Okay. So. Ich kann hier natürlich Unis Rollen testen. Wo ist hier einer? Oh Gott. Jetzt wieder sowas. So, ihr seht's ja, ich kann rollen. Ganz. Aber sie macht's halt nie. Warum macht sie es nie? Weil ich mir auch keinen richtigen. Nein! Ich schaff's nie. Es funktioniert einmal nie. Ich brauche halt einen gewissen Weg, wo ich erst renne und dann rolle. Einmal versuche ich das jetzt noch. Ja, unfassbar, ey. Halt diesen psychischen Druck nicht mehr aus. So, Achtung, die kommen doch gleich wieder. Nee, kommen sie nie. Shit. Ich lasse das jetzt mit dem Plündern. Kann nicht mehr. Alter. Wirklich, Leute. Ja, du bist ein richtig geiler. Wow. So, der dritte im Bunde, bitte herkommen. Danke dir. Ah, fuck, ey. So, jetzt ihn bitte machen in Ruhe. Wow. Er kam gar nicht mehr zu seiner Drehung. Du bitte weg. Brauchst du dir deinen Kopf gar nicht erst aufsetzen, mein Freund? Du auch nicht. Ihn noch bitte erledigen, weil er kommt. Wir wissen es, er hat es uns bewiesen, dass er kommt. Und hier bin ich mir sicher, dass ich sage, ciao. So, na, was geht? Tschüss. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ich muss hier wirklich aufpassen. Warum muss ich denn das auch probieren? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist irgendwie... Hier noch einer, der ist wahrscheinlich wieder runtergeflogen, ne? Aber, ey, ich habe noch nie so eine Sprungangst gehabt wie heute. Richtig schlimm. Weil man es einfach nur verkackt. Wie soll ich denn hier Anlauf nehmen, damit ich da überhaupt irgendwie springen kann? Im richtigen Moment. Vielleicht von hier? Na gut. Nee, jetzt ist er mal gerollt. Weil? Ja, kurz wieder so aus, als rollt sie nicht. Nein! Leute. Ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Gott. Und ich konnte das Item nie einsammeln. Okay, ich soll hierher. Tatsächlich soll ich hierher, ne? Be gone with you.
spoil my focus. Gott, das ist ja immer nur geil. Alter. Wie geil ist das denn bitte? Und warum hat er so eine Pilotenstimme? So wie es mit der... Nee, oder? Freunde, hier ist wirklich ein Feuer. Weil hier der Schmied ist. Es ist ein Schmied, ne? Ich hab's schon kapiert. Oh. Ist wirklich ein Schmied. Und es ist auch genau das, wo ich die ganze Zeit dort bei den Ratsskeletten war, wo ich auch das Hämmern gehört habe. Nur ich habe in meinem Kopf das jetzt nie in Verbindung gebracht, dass das so zusammengehört. Das ist eine richtig fiese Stelle. Alter Schwede. Okay. Obwohl er fokussiert bleiben will, quatschen wir natürlich. Is that an ember from New Londo? Fine ember it be. Ach so. Why not leave it with me? Alter, was ist mit seiner Stimme los? Ja, jetzt ist er doch wieder interessiert. Flammenglut. Yes, yes, very well. We'll get these old bones to work. Das Gute. I'm here to smith, not to chit-chat. I've told you, I'm here for the trade, not for the talk. Naja, ich bin hartnäckig. Enough with your presence. It disturbs me. Quatsch, was aus bestimmt, egal. Well, you are a persistent one, are you not? But I'm afraid I'm a mere blacksmith. It's just me and my trade. I would be of no help to a righteous warrior such as yourself. I've told you I have nothing to discuss. If I have anything to offer, it's my smithing and nothing more. I'd be of more help with that ember from New Londo, of course. It's a shame the whole place was flooded. Oh, New Londo? Ja. I've told you I have nothing to discuss. If I have anything to offer, it's my smithing and nothing more. Speaking honestly, I must say that I'm at my very limit. There's no more work to be done. Ah, unless I have the flame of that legendary witch. But that will require a visit to Lost Izalith. Impossible. Yeah. Er sagt viele Sachen, also die Flamme habe ich ihm ja jetzt witzigerweise schon gegeben. I've told you, er sagt nämlich doch mehr. If I have anything to offer, it's my smithing and nothing more. Speaking honestly, I must say that I'm at my very limit. There's no more work to be done. Ah, unless I have the flame of that legendary witch. But that will require a visit to Lost Izalith. Impossible. Ja, das ist tatsächlich gar nicht impossible. Weil ich nämlich da unterwegs war, mein Freund. Okay, also ich kann hier Flammenschwerter machen. Würde ich sagen. Finde ich natürlich auch nicht schlecht. Was kann man denn kaufen? Kleine Scherben. Rüstungskiste, Pfeile. Und das war's dann schon. Okay. Don't be coming around here without a good reason. Echt, ja. Haben sie ein bisschen was verhunzt, oder? Mit der Stimme. Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Okay, Leute, ich habe es auf jeden Fall geschafft. Basti jetzt hier. Und würde mich für heute verabschieden. Wir gucken morgen weiter, beziehungsweise wenn mich meine Orientierung nicht täuscht, dann müsst ihr jetzt rechts den Gang rein, wo die Ratskelette sind. Da war ja Nebeltor, das wird man uns dann nächste Woche, wollte ich schon sagen, morgen angucken in der nächsten Folge. Ich sage vielen lieben Dank fürs Reinlunzen und bis morgen. Macht's gut. Tschüss.